Moin Leute und damit ganz herzlich willkommen hier zu einem kleinen Video. Und zwar, wie ja die meisten vielleicht mitbekommen haben, wurde ja der Usability Patch von Urban Games gestern veröffentlicht. Und da möchte ich euch mal so ein bisschen zeigen, was denn dazugekommen ist, denn nicht jeder hat ja die Möglichkeit über Steam diesen Beta-Test oder an dem Beta-Test teilzunehmen. Und auch für alle, die dort teilnehmen, wissen natürlich nicht wirklich dann oder wissen vielleicht nicht, wie man die Funktion einsetzt oder wie man was wo findet. Ja. Deshalb möchte ich euch hier ein kleines Video zeigen. So, wir befinden uns hier auf der Community Map und ich werde euch einfach mal so die grundlegenden Sachen, was ich cool finde an diesem neuen Patch, einfach mal zeigen. Ja. Das erste wäre zum einen, man hat jetzt hier einen Geschwindigkeitslayout, wo man sozusagen die Geschwindigkeit des Gleises sieht. Man kann sie nicht ändern, also man kann nicht draufklicken und dann sagen, hier, ich möchte so und so viel, sondern man sieht halt einfach, zum Beispiel hier, wir haben hier 120er Gleise verlegt, man sieht hier, da ist eine 78er Weiche oder eine 78er Kurve und so kann man das Ganze dann halt anschauen und sagen, okay, hier ist mir die Geschwindigkeit zu gering. Da habe ich auch schon den ein oder anderen Bremspunkt gefunden. Wem das was sagt, der weiß es ja sicherlich, aber damit findet man auch diese berüchtigten Bremspunkte von Transport Fever. Finde ich cool. Ja. Könnt ihr ja mal einfach mal austesten. Das wäre hier das erste. Das zweite ist eine Verkehrsübersicht, wo man aber immer nur den aktuellen Stand sieht, wenn man draufklickt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier auf Play drücke, ja, okay, dann stimmt diese Aussage nicht, die dort getroffen wurde, sondern es wird dauerhaft angezeigt. Ja, also man hat hier gerade gesehen, da standen Autos, die Farbe verändert sich. Also es funktioniert auch während dem laufenden Spiel. Aber da sieht man auch schon von weitem, okay, da hinten ist jetzt rot, ja, oder hier ist viel rot. Da muss man mal etwas machen. Dann haben wir die nächste coole Erneuerung, und zwar Doppelkreuzweichen. Finde ich eine wunderbar klasse Idee von Urban Games, weil die Weichen fehlen einfach bislang in dem Spiel. So, wer darunter nichts anfangen kann, Doppelkreuzweichen werden hauptsächlich zum Beispiel eingesetzt, wenn man mehr wie zwei Gleise hat. Denn wenn man zwei Gleise hat, ist ja logisch, dann kann man die Weiche einsetzen. Aber man kann jetzt, wenn man drei Gleise zum Beispiel benutzt, kann man diese berüchtigte Weiche hier ziehen, wie man sie eigentlich, ja, wie sie der ein oder andere sicherlich schon gezogen hat. So, und dann würde ich einfach mal die bauen. Und dann haben wir seit neuestem hier die Auswahl auf diese mittlere Kreuzung, ist es ja jetzt, weil wir haben ja nur die Möglichkeit hier von dem ganz äußeren zu dem ganz linkeren Gleis zu kommen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, nun auf diese Kreuzung zu klicken, und dann haben wir hier die Möglichkeit, das umzustellen auf eine Double Slip Switch. So, so sieht die im Spiel aus, eine Doppelkreuzweiche. Das heißt, wir können hier von Gleis 1 auf Gleis 2 kommen, wir können von Gleis 3 auf Gleis 2 kommen, und das alles nur in diesem einen Strang. Das wird die Schönbauer und die Realnachbauer sehr freuen, vor allem auch mich, ja, für die Rhein-Ruhr-Map und alles weitere. Die Weiche ist einfach klasse, ja. Zu beachten sind hier natürlich auch die Geschwindigkeiten, denn wir sehen hier, dass es zum Beispiel auf dem rechten Strang 82 sind, auf dem linken 65. Und ja, da einfach mal ein bisschen einfach mal ausprobieren. Ihr könnt auch hier auf die komplette Länge könntet ihr sozusagen ein Gleis ziehen und könntet hier überall, wo normalerweise eine Kreuzung ist, könntet ihr eine Double Switch einbauen. Kein Problem. Ja. Das heißt, man hat nicht mehr ewig lange Weichenvorfelder an großen Bahnhöfen, sondern man könnte zum Beispiel einen kompletten Strang von dem ganz rechten Gleis auf das ganz linke Gleis legen und
hätte somit alle Weichenmöglichkeiten gemacht, die man haben kann. Ja. Ja, was kam noch dazu? Ihr könnt jetzt euren Seed in den Configs nachgucken, finde ich auch sehr cool. Die KI hat Namen bekommen, was ich eigentlich jetzt eher für unwichtig erachte. Ja, da könnt ihr jetzt von mir aus jetzt irgendwelche Berühmtheiten hier ins Spiel einfügen, wenn ihr das möchtet. Ja, aber finde ich jetzt eher unwichtig, ja, dass die Sims jetzt Namen haben. Was auch neu ist, ist ein komplettes Overlay, und zwar wurde alles, wo irgendwie mal Text verwendet wurde, wurde ersetzt durch Bildchen. Ja. Deshalb auch Usability Patch. Also das ist nun das Zeichen für neue Linien anlegen, das sollte ja bekannt sein. Und auch das Fenster hier hat sich verändert, das ist noch ein Bug. Denn man muss sich jetzt das einfach vorstellen, als ob die Prozent einfach nicht da wären. Ja. Dann haben wir hier auch neue Möglichkeiten. Wir können hier sagen, sofort ersetzen. Das heißt, man muss nicht mehr warten, bis das Fahrzeug mindestens 25% alt ist, sondern man kann sagen, sofort ersetzen. Was kam noch dazu? Es kam einiges in der Config dazu, in der Game Config. Da können wir uns dann aber nochmals später kurz reinsetzen. So, bei aktiviertem Debug-Modus haben wir hier die Möglichkeit, in das Kamera-Tool reinzugehen. Und das finde ich ja sehr geil. Ja. Mal kurz gezeigt, das Spiel hält an. Und man kann nun hier mit der Maus, geht's mit der Tastatur auch? Nein, es geht nur mit der Maus. Ja. Also das ist jetzt Maus hoch und runter. Das ist Maus links und rechts. Das macht kaum gar nichts. Das ist rechte Maustaste, damit kann man bewegen. Das ist natürlich Zoom. Ja. So, mit dem Mausrad kann ich dann noch hier den Winkel umändern. Aber man hat jetzt hier ein richtig cooles Kameratool, wo man jetzt hier zum Beispiel jetzt in die Stadt reingehen kann. Hier in die Straße. Kann sich hier als als KI hinstellen und dann einfach filmen. Man kann auch richtig coole... Moment, das muss ich jetzt... Die Bewegung des Kameratools ist etwas komplizierter, meines Erachtens, aber wenn man da ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Erfahrung mit hat. Dann geht das alles. So, man kann hier Videos einstellen in 720p, 1080p oder man kann sogar ganz hoch gehen auf, ihr seht's, ne? Wir könnten sowohl Bilder als auch Videos aufnehmen. Das finde ich ja extrem geil. Und was auch immer das ist, geh zum Schlüsselbild. Aha. Gut. Also man kann Videos aufnehmen und zwar ruckelfrei. Ne? Habe ich mir vom Forum sagen lassen. Man kann hier einstellen, wie viel FPS man haben möchte. Man kann hier die Geschwindigkeit sogar einstellen. Das ist der Aufnahme-Button. Hier sieht man seine letzten Aufnahmen. Die werden hier gespeichert. Und hier kann man noch irgendwelche... Ach, hier kann man festlegen oder festsitzende Kameras einstellen. Das ist natürlich auch mega geil. Das ist das absolut geilste Tool überhaupt, muss ich sagen. Ja. Da werde ich jetzt noch sehr viel Spaß dran haben. Dann haben wir das ist nicht hier, sondern das ist im Hauptmenü, haben wir nun die Möglichkeit, über die Einstellungen zu sagen, ob wir den Debug-Modus aktivieren möchten oder nicht. Das heißt, man muss nicht jedes Mal in die Game-Config reingehen und muss sagen, ich möchte den jetzt aktivieren, sondern man kann das über das Hauptmenü machen, das wie folgt dann aussieht. Da hat sich nicht viel verändert, aber man kann nun über die Einstellungen Debug-Modus an- und ausmachen. Das war's eigentlich hauptsächlich vom Spiel, würde ich mal sagen. Es gibt noch ein paar kleinere Änderungen, was aber vieles auch im Modding betrifft oder ein paar Bugfixes und des Weiteren.
Aber da kann ich euch dann mal die Liste reinschicken, was Urban Games denn alles gemacht hat in diesem Patch. Nun möchte ich noch kurz in die Config mit euch reinschauen. So, da wären wir auch in der Base Config. Hier oben hat sich nicht viel getan. Wir gehen mal etwas weiter runter und der erste Punkt wäre in diesem Fall diese hier, Game Config, Earn Achievements with Mods. Und da könnt ihr das umstellen. Da können wir zum Beispiel jetzt True reinschreiben. Dann habt ihr weiterhin die Möglichkeit, Achievements mit Mods zu bekommen, wie ihr das schon sagt. Und wer es noch nicht wusste, man kann hier auch noch das Terrain-Tool angleichen. Und zwar mit dem, wie man auch hier lesen kann, mit dem minimalen Radius und mit dem maximalen Radius. Das heißt, wer oder wem das Minimale zu klein ist, kann das nur ein bisschen umändern. Wem es das Maximale zu klein ist, ja, kannst zum Beispiel auf 80 setzen oder so. Und dann haben wir hier noch die Einstellung Game Config Simulate Cargo Weight, was so viel bedeutet, dass Urban Games eine simulierte Beladung hinzugefügt hat. Es soll aber noch so sein, dass eine Einheit Stahl gleich viel wiegt wie eine Einheit Lebensmittel zum Beispiel. Das soll noch kommen. Wie gesagt, wir sind hier im Beta-Testing und das wird anscheinend oder kann ich mir vorstellen, sicherlich 1 bis 2 Wochen gehen. Ansonsten wurde nicht viel angefügt. Das war's eigentlich im Grunde, was ich euch so ein bisschen zeigen wollte. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video etwas anfangen und hofft auch so wie ich auf die Veröffentlichung des Usability Patches. Meine Fresse, das ist so schwer. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao.